linken Bein zur Seite, dreh dich jetzt nach rechts, bring deine Arme nach vorne, hebe deine hintere Ferse an, geh tief, bring die Arme hoch, geh hoch, bring die Arme nach unten. Tief hoch, Arme nach unten. Tief hoch. Beide Zehen, also beide Füße und Knie, die schauen nach außen. Du bringst die Arme wieder nach vorne, gehst tief mit dem Po und kommst da hoch. Tief und immer schön aufrecht bleiben. Die Schultern sind hinten. Ganz gerade nach unten gehen. Und wir haben noch zwei. Jawohl. Jetzt drehen wir uns nach links, du hebst deine rechte Ferse an, wir gehen tief in die Arme nach oben und gehen tief hoch. Zwei Impulse und hoch. Tief, eins, zwei, hoch. Tief, zwei, hoch. Tief. Und hoch. Eins, zwei, und hoch. Immer noch aufrecht bleiben. Und hoch. Jawohl, und ein letztes Mal. Sehr schön. Dann drehen wir uns wieder nach rechts. Du hebst die linke Ferse an, nimmst die Hände auf die Hüften. Wir gehen tief. Eins, zwei und hoch. Ruhig und gleichmäßig atmen. Weiter nach links, rechte Ferse heben, tief und hoch. Nimm die zwei Impulse. Beine gehen wieder auf Schulterbreite, so wie wir angefangen haben. So enden wir auch, aber auch hier mit diesen zwei Impulsen. Wir gehen tief, eins, zwei und kommen hoch. Tief. Po geht nach hinten unten. Die Knie bleiben hinter den Zehen. So als wolltest du dich auf einen tiefen Hocker setzen. Noch zwei. Sehr schön. Super. Lockere die Beine auf. Richtig schön ausschütteln. Atme tief. Und hast es auch schon wieder geschafft. Kleines Mini-Workout. So super. Mal so zwischendurch in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und sagst, oh ja, hey, die Workouts, die sind voll cool, dann melde dich doch gerne zu meiner kostenlosen 5-Tages-Challenge an. Die startet am 23. April. Da gibt es jeden Tag ein Workout, ganz viele Infos dazu und noch ganz viel mehr. Unter diesem Video findest du die Beschreibung dazu. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieße jede Sekunde. Viel Spaß beim Workout. Mach es gut. Ciao, hier ist Kate.